Bundesligist TSG Hoffenheim und der neue Trainer Alfred Schrjuder müssen zum Trainingsauftakt am 29. Juni auf Torjäger Ishak Belfodil verzichten. Bildergalerie Van Gaal, Stevens, Schrjuder, Holland-Trainer in der Bundesliga 32 Bilder. Wie der Club am Montag mitteilte, zog sich der Angreifer am letzten Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison in Mainz 2:4 eine Läsion des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Damit wird der algerische Nationalspieler auch den Afrika-Cup 21. Juni bis 19. Juli in Ägypten verpassen. Meistgelesene Artikel Dennis Genslems: Zverev verdient sich Paris Kracher Handball. Champions League des Singer feiert Handballwunder. Dennis Genslems: Darum ist Federer alleine in Paris Fußball. DFB-Team Löw auf dem Weg der Besserung. Fußball, La Liga: Reis fuhr bei Unfall mit 237 km h. Nach Angaben von Sportdirektor Alexander Rosen soll der 27-Jährige zum Start der Bundesliga-Saison wieder voll belastbar sein. Ein operativer Eingriff sei nicht nötig. Belfodil hatte in der vergangenen Spielzeit 16 Treffer für die Kraichgauer erzielt. Nur der Kroate Andrej Kramarik war für die Hoffenheimer mit 17 Toren noch erfolgreicher. Punkt. Let's Block Ads.